im Hintergrund Musik laufen lassen. Dann ist das nicht mehr ganz so wild, wenn ich mal, so wie jetzt, nicht rede. Oh. Moment, ich muss mal husten. Ah, der Mond geht auf. 50.000 Meter unter dem Meer und der Mond geht auf. Ja. Da ist nichts. Ja, leider ist bei dem Shader irgendwas noch nicht ganz in Ordnung. Wusste doch, das muss hier irgendwo weitergehen. Ist total verwirrend. Oh. Hey, wake up. Ich muss leider einmal eine Aufnahmepause jetzt machen. Ich kann so nicht. Ich muss jetzt erst einmal meinen Hals entlüften. Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Und nun geht's weiter. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber meine Halsentlüftung hat's echt gebracht. Also mir geht's heute schon wieder richtig gut. Was heißt richtig gut? Es geht mir gut, sag ich mal. Ja. Wir werden jetzt hier unten in der Höhle, wo ich vorhin war, wo ich gestern oder letztes Mal aufgehört habe, werden wir noch ein wenig abeiern sozusagen. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehmen kann, weil ich bin immer noch nicht ganz gesund. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Okay, den Rest lasse ich erstmal. Ah, hier unten war ich aber schon mal, so wie es aussieht. Gut, euch nehme ich auf jeden Fall mit hier. Ja, wie beim letzten Mal ja war, haben mich jetzt schon einige Leute gefragt, ob ich nicht mal langsam Thumbnails wieder mache. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich habe den auch schon fertig. Ich werde heute auf jeden Fall, also ab der nächsten Folge, ich habe ja eine Folge ausfallen lassen. Sobald jetzt meine Folge online geht, hat diese Folge auch ein neues Thumbnail. Ich sollte mal Licht machen, damit ihr auch was seht. Ich denke, ich werde immer wieder versuchen, dran zu denken. Ich hoffe, ich kriege das hin, weil manchmal, aber auch nur manchmal, ist der Todde auch ein bisschen faul. Ja, eigentlich dauernd. Hab heute auch beim Einkaufen noch einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte getroffen, der ich längere Zeit nicht gequatscht habe. Oh, war ganz interessant. Was die Zeit so alles mit sich bringt und ja, wenn man sich dreiviertel Jahr nicht gesehen hat, da kann eine Menge passieren, ne? Machen wir uns ja nichts vor. Oh! Alter! Ey! Die sind doch irre in dem Game. Oh, ich bin mitten unterm Ozean, sozusagen. So, ich hoffe, ihr seht immer noch alle ein bisschen was. Ich vergesse mal die Fackeln, das ist schlimm. Ja, ich hatte ja auch versprochen, dass ich eigentlich noch ein bisschen Musik im Hintergrund mache, aber das klappt leider noch nicht so, wie ich das will. Deshalb gibt es auch immer noch eine Folge ohne Musik. Das legt sich aber auch. Ihr wisst ja selber, aller Anfang ist schwer und deshalb. Bada bam, das wird schon. So, ich bin ja schon mal ganz froh darüber, dass meine Stimme wieder einigermaßen funktioniert. So. Ich habe echt nur die Befürchtung, ich komme hier wirklich nie wieder raus. Ups. Eine reicht, ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Ich finde das immer faszinierend, dass hier so wenig Kreaturen spawnen. Ich habe immer das Gefühl, seitdem ich den Mo Creature ausgemacht habe, funktionieren die Spawns nicht mehr richtig.
Ah, es kann auch täuschen. Es kann vielleicht auch einfach nur eine optische Einfärbelung sein, ne? Kennt ja jeder, sollte man. So. Tja, jetzt bin ich wieder so, dass ich nicht weiß, worüber ich reden soll. Das ist wieder typisch. Ja, was werden wir jetzt bauen? Doch, wir könnten noch mal kurz abquatschen, was wir jetzt als nächstes bauen. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde als nächstes die Felder etwas erweitern. Ich werde größere Felder und vor allem auch Zuckerrohrfelder, weil ich will ja auch noch ein paar Gebäude hinzufügen zu der Stadt. Und ich denke auch, wenn jetzt die Höhlentour hier vorbei ist, die wir gestartet haben, denke ich, dass wir anfangen mal ein bisschen mehr zu bauen. Ich nehme jetzt die Fackel in die Hand. Ich habe nämlich nur noch 13 Stück. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwo in den Tod fallen kann. Na, ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Welcher Ebene bin ich hier? 29. Ich will eigentlich heraus, zurück an die Oberfläche. Das werde ich jetzt auch tun. Ab ins Meer. Oh, das war knapp. Oh, wobei, ich könnte noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich eigentlich schon meine Diamant. Oh, ich bin eh voll. Ja, Eisen habe ich ja wohl genug, wa? Da kann man mir ja wohl nicht widersprechen. So. Einmal kurz zwischenatmen. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus, aber ich glaube nicht, dass das hier. Natürlich ist es keine richtige Öffnung. Aber ich bin auf Ebene 37. Das heißt, ich habe Glück und bin nicht gestorben, weil ich bis unten runter geplumpst bin. Alter, das war jetzt so mörderknapp. Gut, ich habe Erde bis zum Umfallen. Ich könnte mir eigentlich einfach so ein Erdknubbel nach oben bauen. Am besten hier so. Wo? Oh. Ja, mit einem Buch geht es natürlich nicht. Ach ja, ich brauche ja immer noch einen Tintenfisch. Ich hoffe, ihr seht genug. Dank dem Shader ist es ja eh hier ein bisschen heller. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal das nach. Also jetzt nicht nachheller machen, aber ich hänge jetzt eine Fackel halt auf dabei und die paar, die ich noch habe, kann ich jetzt nicht verschwenden. Das ist doch hier. Geht's doch garantiert raus. Ja, ich kann die Oberfläche sehen. Das ist doch schon mal etwas. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Puh, Glück gehabt.
O Tageslicht, wie lieb ich dir, auch wenn du mich voll flashst. Alter. Ja, ich bin der Mann mit dem Hackeschwert. So, als erstes werde ich jetzt hingehen und werde erstmal einen schönen Wald anlegen und dann die Felder neu bauen. Weil A brauchen wir jede Menge Holz, B ist Holz einfach. Sieht es halt schöner aus, wenn es ein bisschen grüner ist. So, wir schauen einmal. Einladen, einladen. Nicht einladen, 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 einladen. Den auch nicht einladen. Den. Erstmal alles rein, soweit wie geht. Einladen. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich da schon Sachen drin? Nö. Ist doch schon mal etwas. Dann kann ich meine Schippe da wieder rausnehmen. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Ich nehme auch mal die Holzaxt raus. Dann verhacke ich die nämlich jetzt erstmal draußen bei den Bäumen. Ja. Aber erst gehe ich schlafen. So. Dann wollen wir mal eine Runde Holz fällen gehen. Ich habe ja immer noch den Tree Feller Mod drin, weil, wie ich finde, es ist zwar schön, das Zeug einzeln abzubauen, aber es geht halt einfach schneller. Und es droppt mir auch immer Setzlinge mit. Und sogar, wie ich feststellen muss, gar nicht wenige Setzlinge. So, ich werde jetzt einmal die Karte aufmachen. Also ich habe mir vorgenommen, dass wir um das Dorf herum, also jetzt wo die Gehege sind mit den beiden Seen auf der rechten Seite, dass da schon mal eine riesige Fläche Wald entsteht, dann ein Stück runter und halt die Fläche auch. Und da wo die beiden Felder zu sehen sind auf der Karte, dort werde ich auch hingehen und werde dort Felder bauen. Erstmal solche, dass wir leben können. Später machen wir auch mal Riesenfelder vielleicht, so mit richtiger Maschine halt, die das aberntet. Ich habe ja da auch für noch den Industrialfarming drauf. Vielleicht benutze ich das. Ich weiß es aber auch noch nicht, das entscheide ich dann erst. Vielleicht baue ich es, das entscheide ich dann später, ja. Und vielleicht baue ich es auch so, ob ich für 1,5 schon, dass ich gleich berücksichtige den Trichter unten, vielleicht mit Minecart und solche Sachen. Also da müsste ich halt gucken, wie ich das am besten handhabe. Das weiß ich halt noch nicht. So. Den haben wir vergessen, weil Holz stecken geblieben ist. Was die Axt doch bringt. Man weiß ja, die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Wir fangen jetzt hier an. Also hier kommt jetzt der erste Baum hin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich setze die viel zu echt eng zusammen. Aber ist auch erstmal egal, weil na, setz doch ab, die Null.